Adventure Treff, der Podcast. So, man hört wieder, wir haben Hintergrundgeräusche bei uns. Denn Michael, wo sitzen wir gerade? Also ich sitze hinter dem Steuer und du sitzt daneben. Und hinter uns sitzen noch weitere Leute, die haben ein eigenes Mikrofon. Und die können sich jetzt mal vorstellen, vielleicht sogar. Ladies first. ja, hallo, hier ist die Evelyn und neben mir sitzt der Daniel. Hey, cool. Ich kann nichts machen. Genau, die Evelyn, die wir kennen von Orpheus. Wer sie noch nicht kennt, kann das gerne nochmal nachhören. Wir verlinken das auch nochmal bei uns auf der Seite. Und genau, ich bin der Basti und den Michael habe ich schon vorgestellt. Und der Daniel, den kennen einige vielleicht auch noch aus Podcasts. Der ist bekannt unter anderem als Komponist von A New Beginning zum Beispiel, mit dem ihr auch gewonnen habt. Einen Preis, beim Entwicklerpreis, nämlich. Genau. Und wir fahren gerade nach Hause von der Escape Game Convention. Und ich frage einfach mal den Daniel, für dich war das ja mehr so ein First irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja. Wie fandest du es? Hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand die Stimmung, die da herrscht, sehr gut. Diese Aufbruchsstimmung. Quasi alle sind jetzt irgendwie dabei, neue Ufer zu erschließen. Die Leute sind nett und offen, hören sich meinen Kram auch an, den ich ihnen erzähle. Wenn ich versuche irgendwie aus dem, was wir im Videospielbereich so machen, mit Audio irgendwie was zu berichten. Ja, so alles in allem hat es mir gut gefallen. Siehst du da Schnittmengen so als Audiomensch im Bereich Escape Game? Oder Live Gaming nenne ich es mal lieber? Ja, also ich finde, je nachdem wie man es betrachtet, kann man sagen, dass es zum Teil eigentlich sehr ähnlich ist. Also wenn man jetzt sich so wegdenkt quasi, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Befehle auf das Spiel losgelassen werden, also durch Controller, wenn man sowas, diese Ebene weglässt, sind es ja im Endeffekt, ist halt quasi ein Multiplayer-Spiel, wo Sachen gelöst werden, mit Nachdenken und mit Ausprobieren und so. Also im Endeffekt könnte es das ja auch eigentlich als Online-Multiplayer-Spiel sozusagen geben. Die meisten Sachen würden sich damit gut abbilden lassen. Also im Endeffekt sehe ich da viele Parallelen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob die Evelyn mich ganz böse anguckt. Nee, ich glaube nicht. Nee. So? Ich weiß nicht, wie viel ich dich jetzt einplanen kann. Probier es aus. Die Evelyn ist eigentlich voll müde und will eigentlich schlafen. Aber uns zuliebe spricht sie trotzdem noch ein bisschen mit uns. Evelyn, wie fandst du's? Du hast ja so ein bisschen noch ein bisschen mehr Fuß in diesem Bereich Spielerlebnis im Raum. Ja, ist ganz lustig. Also als du damals bei Orpheus warst, hast du das ja mitgeteilt. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist ja jetzt auch immerhin schon 4 Jahre her. Ja, Wahnsinn. Und anscheinend bin ich ein Pionier in einer Branche, die mir bis vor kurzem unbekannt war. Was ja wirklich ganz abgefahren ist. Denn was heute ja zur Sprache kam, war ja vor allem auch, wie lange gibt es denn schon Exit Games in Deutschland zumindest, dass sie auch, sagen wir, in einem größeren Ausmaß betrieben werden. Und die längsten Gründungen, die gehen jetzt irgendwie so 3 Jahre zurück maximal, wenn überhaupt. Und eigentlich müsstest du genannt werden. Naja, also genau. Also eigentlich müsste man mich mit Preisen überschütten und mich fördern und mir ganz viel Geld geben, damit ich im Prinzip Orpheus wieder zum Leben erwecken kann. Ne? Da hätten wir alle nichts dagegen. Hätten wir alle nichts dagegen, ich auch nicht. Aber es ist ganz interessant natürlich, dass für einige, die sich ja schon seit tatsächlich Jahren oder Jahrzehnten mit Storytelling beschäftigen oder mit Kreation von immersiven Erlebnissen oder interaktiven Environments, also dass es immer noch Fragen gibt, die wirklich an der Basis sich bewegen. Wobei es gleichzeitig eben bei denjenigen, die sich halt wirklich schon lange eben mit solchen Themen beschäftigen, natürlich die Fragestellung auf einem ganz anderen Level eigentlich gleichzeitig auch laufen. Ist ein bisschen wie bei Virtual Reality eigentlich. Also daran musste ich heute ganz oft denken. Virtual Reality, uraltes Thema. Es gibt Leute oder auch Augmented Reality, die sich damit wirklich schon lange, lange beschäftigen. Also ich meine jetzt da nicht nur irgendwie so die letzten 5 bis 10 Jahre, sondern das sind ja wirklich alte, alte Themen und die jetzt neu aufkochen und da ist eine ähnliche Goldgräberstimmung eigentlich, ne? Und viele
wollen da mitmischen, die eigentlich mit den Bereichen nichts zu tun haben. Und das kann natürlich zu genau diesem Ungleichgewicht da drin führen. Also mit die einen kratzen an der Basis und die anderen suchen nach einem Mehr. Ja. So. Bevor wir noch auf genau dieses Thema, damit haben wir uns ja häufig unterhalten heute, bevor wir auf das noch eingehen, wollte ich noch kurz so die Reihe quasi erstmal so voll machen und noch generell erstmal so praktisch das Feeling mitnehmen, was wir so von der Messe hatten. Ich kann vielleicht mal den Michael fragen, weil er sich jetzt total konzentrieren muss, je nachdem wir gerade auf die Baustelle fahren. Ja, das war ja im letzten Jahr auch schon. Genau, weil wir waren im letzten Jahr auch da und genau da habe ich an der gleichen Baustelle, glaube ich, habe ich dich da genau die gleiche Frage gestellt. Tradition. Und das hat Tradition jetzt, das werden wir jetzt immer so machen. Und praktisch, bevor wir ins Detail gehen und so quasi ein bisschen beleuchten, was so, wie die Branche gerade so tickt, würde ich gerne noch einfach den Michael mal kurz fragen, nachdem wir beide ja schon auf der letzten Escape Games Convention waren, wie du das so empfunden hast gegenüber dem letzten Jahr und ja, wie generell so deine Einschätzung war. Die Baustelle ist, glaube ich, sogar jetzt fast gleich vorbei. Das heißt, genau. Also schnell, bevor die nächste kommt. Aber kleiner Hinweis. Ich glaube, sie geht gleich weiter. Kleiner Hinweis, wir fanden es jetzt alle gut. Also du musst jetzt scheiße finden. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die Location dieses Mal nicht so gut wie beim letzten Mal. Allerdings war das Wetter beim letzten Mal auch wesentlich besser. Deswegen hat das in dieser großen Außenlocation letztes Jahr auch besser funktioniert. Dieses Mal konnten wir froh sein, dass eigentlich alles komplett überdacht war, weil es war halt nicht so schön. Aber was ich auch fand dieses Jahr, letztes Jahr war schon eine unglaubliche Aufbruchstimmung mit wir gründen einen Verband und wir müssen in diese Richtung weiterarbeiten, in diese Richtung weiterarbeiten, in diese Richtung weiterarbeiten. Aber was mir eigentlich jetzt heute aufgefallen ist, es hat sich kaum was bewegt. Es sind ganz wenige Themen, die angerissen wurden. Ja? Also zum Beispiel plötzliches Interesse für VR und Augmented Reality, diese ganzen Geschichten. Ja? Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass irgendwie mal so an der Spieler-Community-Basis irgendwas passiert wäre, dass man da versucht hätte, da irgendwie so eine Spielergemeinschaft formen, halt irgendwo, die dann auch so eine Art Fanbase bildet. Ja? Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass die ganzen Leute, die letztes Jahr gesagt haben, ja, wir machen jetzt mal alles zusammen und tauschen uns aus und so weiter, da groß weitergekommen sind, sondern gerade so in diesen Talkrunden hatte ich wieder das Gefühl, jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder versucht sein eigenes Marketing zu machen, jeder versucht seine Idee durchzuboxen und irgendwie stagniert das. Klar, die haben alle neue Räume aufgemacht. Ja, einige, die jetzt gerade mal letztes Jahr einen hatten, haben jetzt teilweise drei. Ja, aber es hat ja nichts großartig am Konzept geändert. Das stimmt schon, ja. Es zieht sich komplett durch, gell, dass sie eigentlich alle so ihr eigenes Ding machen. Egal, welches Thema man aufgreift, fragt man so rum und dann, das machen jetzt hier vier verschiedene Leute, entwickeln da was in der Richtung. Also halt immer so, jeder für sich, die ziehen oft nicht an einem Strang. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also man kann ja vielleicht mal ganz kurz erklären, wie die Escape Games Convention so dieses Jahr so aufgebaut war. Vielleicht mal ganz kurz so als quasi so als Einwurf, damit man ungefähr weiß, wovon wir reden. Das ist im Prinzip ja eigentlich immer noch mehr so ein bisschen eine Networking-Veranstaltung, / Kongress, also keine Convention, so wie man das von der Games Convention kannte, wo halt auch wirklich ganz viele Gamer auch da sind. Also das ist eher so wirklich die Minderheit. Also wir sind als Presse da und sind vermutlich so die ganz wenigen, die auch wirklich spielen. Also das geht auch so ein bisschen diesen Community-Gedanken mit rein. Also diese Leute sehen sich jetzt nicht so wie bei der Game-Szene, wo man sehr stark so noch ein bisschen verwurzelt ist. Also es ist keine klassische Convention, wo wirklich Spieler und Entwickler zusammenkommen. Und das Programm besteht ja nicht im Prinzip, also dieses Jahr aus mehreren Workshops, die parallel liefen, plus zwei Keynotes. Workshops, was halt auffällig ist, sie haben schon ein Thema aufgegriffen, was letztes Jahr so in den Raum geworfen worden ist, lustigerweise glaube ich sogar von uns, wenn ich mich richtig erinnere auch, dass es Sinn macht, weitere Disziplinen an Bord zu holen. Deswegen hatten sie diesmal halt Workshops mit einer Person, die sich mit dem Thema Storytelling beschäftigt, mit dem Lex Lübcke, mit dem wir auch noch ein Interview online stellen werden, der halt aus dem Games-Bereich kommt und den eigentlich dann genau das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ja eigentlich so ein bisschen vorwegnehmen will. Also was kann man eigentlich lernen vom Games-Bereich, ohne jetzt sein eigenes Süppchen kochen zu müssen. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die schon entwickelt worden sind, damit nicht jeder die gleichen Erfahrungen machen muss. Und das Geile gab es auch nochmal vom Robin von Machina X, der auch so seine Erfahrungen aus dem interaktiven Theater so ein bisschen rüberbringen wollte oder auch getan hat. Das war so die Workshop-Grundidee. Also von der Grundidee eigentlich erstmal so das, haben sie schon versucht aufzugreifen.
Und danach gab es noch zwei Keynotes, die können wir vielleicht später noch sprechen. Was halt mir bei den Workshops halt aufgefallen ist, ist, dass wir halt eine unglaubliche, und da komme ich jetzt auf das, was Evelyn schon ein bisschen so angesprochen hat, so eine unglaubliche Grätsche haben jetzt zwischen dem, was Leute bereits wissen oder was für die noch komplett neu ist. Also ich war mit Evelyn auch gemeinsam im Storytelling-Workshop und ja, ich weiß nicht genau, Evelyn verzieht so ein bisschen das Gesicht. Kommt im Podcast jetzt nicht so rüber. Ja, nee, ich sag mal so, ich glaube halt so, das war halt sehr, sehr basic irgendwie alles. Und jetzt nichts irgendwie, was irgendjemanden, der sich mit interaktiver Erzählung auseinandersetzt, also jemand, der Spielerfahrung hat, der hätte das vermutlich auch alles schon gewusst. Also selbst wer, der sich nicht mit Erzähltheorie beschäftigt, selbst die Leute hätten das vermutlich schon gewusst. Andererseits gibt es dann wirklich welche aus dem Escape-Game-Bereich, ich habe mit ein paar noch gesprochen später, die gesagt haben, ja, also für mich war das voll wertvoll, tatsächlich. Also es gab wirklich Leute, die das... Evelyn kann es gar nicht begreifen. Ja, die Spannweite ist da total extrem. Die Spannweite ist unglaublich extrem. Der Lex hat in seinem Vortrag auch dauernd gesagt, ja, wahrscheinlich habt ihr das jetzt alles schon gehört. Und dann waren halt so ein paar dabei, die kannten sich voll aus. Und ein paar quasi so, was ist denn ein Game Design? So diese Spannweite halt. Das ist doch völlig absurd. Also ich verstehe das bei Leuten, die zum ersten Mal da sind, die das halt alles nicht kennen. Können vielleicht auch, ja. Die sagen, hey, das interessiert mich, bin zum ersten Mal da, ich beschäftige mich zum allerersten Mal damit. Aber es sind ja erschreckend viele, die da ja schon länger mitmischen und irgendwas machen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also ich glaube, kommt vielleicht daher, dass sie unter Umständen auch aus einem anderen Feld darüber schwappen. Das ist, glaub, sie das machen ist, so Lasertag oder so. Punkt. Naja, nicht mal das. Das sind teilweise Leute, die sich gedacht haben, wie cool das läuft. Die haben da irgendwie so einen Raum zusammengezimmert mit irgendwelchem Kram, haben ein paar Rätsel reingepackt. Das mache ich jetzt auch. Man kann anscheinend da Geld mit verdienen. Ja. Und dann entdecken sie quasi von rein, vorne nochmal genau, alles. In einem rein wirtschaftlichen, aber nicht künstlerischen Aspekt sind dann diese Räume gebaut worden. Ja. Das heißt, da hast du keine Game-Design-Ansätze, sondern hast du Geldverdien-Ansätze erstmal. Und ich glaube, deswegen müssen die game-spezifischen Elemente jetzt erstmal nachträglich rein erzogen werden, wenn man da irgendwie so richtig was haben will, was sich auch tatsächlich so Spiel nennen kann, also beziehungsweise irgendwie narrativ sein soll. Das habe ich in meinem Bereich halt auch so erlebt. Das ist wie eine kleine Zeitreise. Das erinnert mich total an, keine Ahnung, als Facebook-Spiele kamen, als plötzlich alle Smartphones hatten und die ersten iPhone-Spiele und so dieses, weil ich habe da wirklich auch so Sachen gehört im Sinne von, ja, wer braucht schon irgendwie Farbfernsehen, ob sich das jemals durchsetzen wird, so ungefähr. Also ich hatte Gespräche zum Thema interaktive Soundtrack in einem Escape Room und da waren auch wirklich so, ich weiß nicht. Dieses Fernsehen, dieser Tonfilm, braucht's das? Ja, das ist total wie eine kleine Zeitreise. Ja, aber es ist irgendwie, also ich finde es schon ein bisschen erschreckend, also jetzt sind wir eh schon im Thema eigentlich, was so diese Workshops betrifft, weil das eigentlich alle drei Workshops, glaube ich, so ein bisschen betrifft. Also ich habe von allen drei Workshops das Gleiche gehört. Sowohl, hey, voll super, endlich mal was gelernt über Storytelling, Game Design oder wie kann man so einen Raum mithilfe von interaktiven Theatermethodiken machen, bis hin zu, mir hat es gar nichts gebracht. Also selbst bei dem Robin-Vortrag hatten wir eine Person, die gemeint hat, oh, es ist halt, das kenne ich alles schon und der wollte eigentlich dann viel mehr wissen zum Thema, welche Protokolle benutzen die zum Vermitteln von Informationen über ihre Arduinos und so. Also es ist alles irgendwie so unglaublich breit und was mich wundert an der ganzen Sache ist, die Dinger gibt es doch eigentlich jetzt schon vergleichsweise lange und wenn ich das vergleiche mit dem Tempo, was Game Designs oder was Game angeht, würde ich eigentlich erwarten, dass wir jetzt schon weiter sind, aber so gefühlt sind wir im Live-Escape-Game-Bereich immer noch unfassbar am Anfang und meine Prognose ist so ein bisschen, dass die Gefahr so ein bisschen besteht, dass manche Leute einfach da überrollt werden, weil sie nicht ahnen, wie schnelllebig das ist. Also wenn man jetzt einfach sagt, naja, eben wie bei dir, Musik, brauche ich das? Keine Ahnung irgendwie. Das sind halt dann, glaube ich, schon so die Räume, wo dann einfach Leute sagen, nee, ganz im Ernst, das ist aber nicht der Anspruch, den ich habe an einem interaktiven Raum. Und das ist die Sorge, die ich so ein bisschen habe, dass, also ich habe heute auch mal böse das Wort gebracht, vielleicht müsste man so Leute
Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich gesagt, hätte das Level auf der Escape Game Convention deutlich höher sein müssen. Deutlich mehr Best Practice, deutlich mehr ganz konkret, was sind denn so Sachen, die man ganz konkret anwenden kann. Wie machst du das denn, und wenn quasi der erfahrenste Kerl das seit 3 Jahren macht? Vielleicht auch nicht der erfahrenste. Aber das ist alles so frisch. Ich weiß es nicht genau. Also ganz böse hätte ich gesagt, also im Zweifelsfall sortiert man die Leute aus, die noch keine Ahnung haben. Das ist irgendwie so, weil sind ich überlebensherzig. Jetzt müssen sie sich erst erarbeiten. Ich glaube, das passiert von selbst. Ich glaube, in dem Moment, wo du keine Community-Base aufbaust, ja, wo die also wirklich jeden Einzelnen immer von der Straße in ihre Läden reinholen müssen, ohne dass es ein Selbstläufer wird. Ja. Weil wir kennen das ja aus der Community, die wir haben, bei Adventure zum Beispiel. Ja. So, das seid ihr. Die ganzen Leute drauf, dass ein neues Spiel rauskommt. Ja. Es gibt das nicht in dem Escape-Game-Bereich, dass du eine Community hast, die wartet, dass Anbieter X endlich einen neuen Raum baut. Ja. Ja, das fehlt total. Aber da fehlt es an jeder Stelle, was diese Kommunikation angeht. Das Schlimme ist, dass wir die jetzt gerade echt voll fertig machen. Nein. Wenn die nachher unseren Podcast anhören, dann denken die sich, boah, diese arroganten Gamer. Das stimmt überhaupt nicht. Nee. Ich finde das total schön. Also ich meine, das erinnert mich zum Beispiel, wenn du es mal so bildlich beschreiben willst, stell dir vor, ein Schiff kentert an der Insel und alle verteilen sich auf der Insel und du läufst so rum und denkst so, schau mal, die da drüben, die haben gerade das Feuer entdeckt und die da drüben haben ein Hoverboard gebaut. Das ist so, hey, redet doch mal. Und 3 verschiedene Leute bauen super Beispiel. Wer jetzt nicht begriffen hat, wie diese Escape Game Convention war, dieser Satz hat es komplett beschrieben. Ja, und 3 verschiedene Leute bauen, immer egal was es ist, 3 verschiedene Leute bauen gerade unabhängig davon daran. Ich habe halt so ein paar Fragen gestellt. So, was benutzt ihr da für eine Software? Ja, es gibt keine Standardsoftware, aber mehrere Leute versuchen gerade eine Standardsoftware zu entwickeln. Immer so. Oder so, einer sagt so, das kenne ich noch nicht, das habe ich noch nicht, das bräuchte ich eigentlich. Und dann redest du mit dem Nächsten so, ja, wir machen das seit einem Jahr so. Wir haben das. Weißt du so, kein Mensch. Die entdecken quasi jeder einzeln nochmal das Feuer, freuen sich wie ein Schnitzel. Und dann kommen irgendwelche anderen und sagen, aber gibt's doch schon lang und viel besser. Genau. Ich glaube, bei uns in der Videospielbranche ist einfach durch den Vorsprung zeitlich, da ist einfach mehr Kommunikation. Da ist auch mehr Presse. Und noch vor 10 Jahren hat so gefühlt jeder seine eigene Engine noch programmiert, bis halt dann irgendwann Unity kam und jetzt wird kein Mensch mehr dran denken. Weißt du, wie das jetzt wieder? Du kannst es immer mit einer Zeitreise super erklären. Das ist wie zum Beispiel der Spiele-Soundtrack-Bereich irgendwie den 80ern, wo tatsächlich parallel Leute versucht haben, irgendwelche Tools zu bauen, damit man da einfacher Musik in das Spiel reinkloppen kann. Damals vielleicht 4-spurig oder so, aber auch alle unabhängig voneinander, weil du damals ja kein Internet, keine Kommunikation miteinander. Und dann quasi so, dann gab es irgendwie zeitgleich an 2 verschiedenen Stellen auf der Welt, hat jemand quasi ungefähr das Gleiche entwickelt, so irgendein Editor, womit man dann ein paar Noten eingeben kann und so weiter. Das erinnert mich halt mal so dran. So diese Goldgräber, Cowboy-Aufbruchstimmung. Das ist total schön. Ja gut, aber da stimme ich dir absolut zu. Also das hatten wir auch letztes Jahr ja eigentlich schon, was wirklich unglaublich schön ist, einfach um mal auch zu zeigen, dass praktisch neben all diesem Kopfkratzen, das wir so ein bisschen haben, so aus unserer Sicht als Game-Entwickler, sage ich jetzt mal so, was da wirklich schön ist, die Branche ist super entspannt, super nett und unglaublich offen. Also ich bin immer wieder erstaunt. Wir hatten nachher noch so eine ganz offene Diskussionsrunde beispielsweise, wie könnte Live Escape Gaming oder Live Gaming Next Level, also praktisch zukünftig aussehen, wo Leute ganz offen auch darüber sprechen, welche Erfahrungen sie mit ihren, also als Betreiber, welche Erfahrungen sie mit ihren Räumen haben, wo jeder andere Game-Entwickler vermutlich niemals irgendwie sagen würde, die würden immer sagen, unser Game läuft super, wir sind zufrieden, obwohl man genau weiß, läuft für mich nicht so prickelnd. Und die sind einfach total offen noch und tauschen auch wirklich gern auch noch Zeug aus, weil sie auch merken, dass das ihnen ja was bringt. Deswegen gibt es da die Convention natürlich auch. Und es ist super entspannt einfach. Es sind einfach alles sehr, sehr nette Menschen, bei denen es jetzt nicht primär nur um Geld verdienen geht, natürlich auch, sondern dann auch wirklich um, hey, wir möchten hier ein Business aufbauen. Das finde ich immer sehr, man kann da viel Energie mitnehmen. Ja, es herrscht halt so ein anderer Ton und so eine andere Grundstimmung, weil die an einem anderen Punkt sind sozusagen in ihrer Entwicklung. Weißt du, wenn ich jetzt auf eine Videospielkonferenz fahre, dann hörst du halt häufig so Themen wie, was mache ich denn gegen die Raubkopierer? Was mache ich denn, wenn uns hier und da Gewinde flöten gehen? Und wie setze ich mich durch auf dem völlig überlaufenden App Store? Und hier ist halt noch quasi so,
kein Mensch weiß, was wir sind. Wir haben eine große grüne Wiese. Es ist halt total ganz andere Stimmung. So, wir haben keinen Peil, wie man Getreide anbaut. Hat jemand eine Ahnung? Das ist total lustig. Also andererseits bin ich halt auch sehr gespannt, wirklich, wo es hinläuft, weil ein bisschen natürlich muss ich dem Michael auch so ein bisschen recht geben. Was ein bisschen schade ist, ist, dass eben es, glaube ich, noch nicht ganz so weit ist, wie es eben sein könnte, auch von der Vernetzung her. Und also der Community-Gedanke ist ein großer Gedanke, der natürlich bei uns immer dabei ist. Also wir verstehen auch nicht, warum. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, ob es nicht irgendwie Sinn macht, halt, also sowas wie Adventure-Treff, wir machen ja auch Aufbauarbeit für Adventures, ne? Indem wir Adventures testen, indem wir darüber berichten, indem wir das Genre vorstellen, Entwicklerkontakte haben, eine Treffparty und Community aufbauen. Und haben wir gesagt, macht nicht zum Beispiel Sinn, sowas halt wirklich auch zu machen für Live-Escape-Gaming, ja. Und wenn es so eine Seite ist, wo man halt irgendwie sagt, da werden Spiele bewertet nach bestimmten Kriterien und so weiter, sehen die halt überhaupt nicht so. Nur als ein Beispiel. Und das, das ist halt noch so ein Punkt, wo ich mir eben noch nicht ganz sicher bin. Da muss halt, glaube ich, einfach noch viel passieren auf allen Ecken, damit halt einfach, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob ihnen nicht irgendwann die Zeit davonläuft. Weil die Amerikaner zum Beispiel jetzt unglaublich aufholen in letzter Zeit. Die sind einfach, glaube ich, einfach schneller auch im Denken. Und ich glaube, das merken die auch so ein bisschen. Zum Beispiel haben sie auch gemerkt, dass sie die Live Escape Game oder die Escape Games Convention nicht nur jahresweise machen wollen, sondern halt halbjahresweise, weil vielleicht häufiger, damit einfach dieser Austausch häufiger stattfindet. Und auch mal zwei Tage also, vielleicht dann am Ende. Genau, also auch mal zwei Tage und so. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man eben nicht nur, man muss da mehr ins Detail gehen, glaube ich. Man muss viel mehr sagen, okay, was sind jetzt eigentlich die wichtigen Punkte, damit wir da nach vorne kommen. Und plus mehr Networken eigentlich. Da muss doch viel mehr Raum sein, um da Networking betreiben zu können. Weil es einfach so viele unterschiedliche Themen gibt. Ja, und so ganz viele offene Baustellen. Wenn ich mir das vorstelle, es ist ja tatsächlich so, dass dieses Geschäft, dieses Escape-Game-Geschäft, ja, unglaubliches Potenzial hat. Wenn man sich anguckt, wie viele Anbieter innerhalb der letzten drei Jahre aus dem Boden geschossen sind, und es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn sich daraus noch ein richtiger Hype entwickeln würde, nicht nur bei den Entwicklern, sondern auch bei den Spielern, ja, wie schnell das dann gehen würde. Ja, wenn wir eventuell schon bald wieder an einem Punkt, wo es eine Übersättigung gibt und die schlechten hinten raushauen. Ja, ich glaube, der Punkt, glaube ich, da sind wir vielleicht sogar schon bald so ein bisschen, weil, wie gesagt, also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, ist auch wirklich zu begreifen, dass, ja, also eben, wie gesagt, wenn so jemand kommt wie dann eben der Daniel beispielsweise oder auch die Evelyn, die sich halt im Musikbereich oder auch im Bereich AR und Raumdramaturgie und so super auskennt, dass man denen halt auch zuhören muss und so. Das ist einfach, weil einfach jetzt das Know-how, glaube ich, jetzt von anderen Bereichen einfach reinkommt und es einfach sich sehr schnell jetzt Sachen entwickeln können. Wir merken das ja bei uns selber. Ich meine, den ersten Raum, den wir getestet haben, bei HintQuest, das fanden wir schon recht gut, aber es war halt eben ein reiner Schlüsselraum, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile sind sie ja wieder zu, weil halt mittlerweile das Level ganz anders ist und man eigentlich Minimum zwei Räume, ja, so, oder vielleicht drei, wenn es geht, hintereinander. Also ein Raum allein ist meistens schon zu wenig. Also das Level, glaube ich, ändert sich schon sehr, sehr, sehr rapide. Ja, oder was eben ganz interessant ist, ist ja auch, dass inzwischen halt Räume, Raumkonstrukte halt komplett verkauft werden. Also das war mir neu, da waren ja heute zumindest zwei Anbieter, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Einmal eine Gruppe von Russen, die wirklich auch kategorisch jeden abgefangen haben. Also die sind da sehr zielgerichtet durch die Convention gegangen. Und, sie haben sehr neidisch auf unsere Kamera geschaut. Ich glaube, sie hätten noch gerne ein Interview gehabt, aber auf Russisch war es dann doch irgendwie zu... Ja. So, aber im Prinzip haben die genauso wie ein Unternehmen, ein deutsch-griechisches Unternehmen, im Prinzip bieten die fertige Räume an. Davon haben sie dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Stück. Und die kann man dann kaufen. Durchschnittspreis von, habe ich mir sagen lassen, 15, 18 bis ungefähr 24.000. Und ja, dann bekommt man halt so seinen Raum geliefert. Natürlich ist es dann auch individuell anpassbar. Manchmal wird es mit aufgebaut, manchmal nicht. Aber das ist schon dann ein Produkt, was dann halt ja, dadurch lebt, dass man es halt auf Masse verkauft. Und diese Art von Anbieter gibt es ja dann auch in diesem Escape Room Bereich, der dann sagt, okay, ich
bin da reiner Käufer von so einem Raum, also ich bin reiner Betreiber. Ich bin gar kein Entwickler, das will ich auch gar nicht sein. Ich bin reiner Betreiber und das sehe ich auch als reine Geldmaschine an. Und, also wir haben praktisch den Betreiber, der ist Publisher, würde man als Games-Bereich sagen. Und es gibt halt den reinen Entwickler sozusagen, der aber gar nicht den Vertrieb macht, sondern Game Design. Sein eigenes Business, aber gleichzeitig auch seine eigenen. Also das gibt es ja auch noch. Es gibt ja, ich weiß ja nicht, ob diese, die haben ja auch eigene Räume. Die haben ja sogar weltweit, irgendwie in Israel hat er gemeint, in Russland haben die welche, in den USA haben die welche. Jetzt versuchen sie das halt hier auch auf den Markt zu schmeißen. Und es gibt halt welche, die nur entwickeln, habe ich jetzt schon mitbekommen. Es gibt welche, die entwickeln und eigene Räume betreiben und trotzdem noch weiter lizenzieren. Und halt auch reine Franchise-Nehmer hatten wir ja auch schon. Ja, aber es hat ein bisschen was von Katalogware. Ja, also, es wird ja auch dann im Katalog angeboten und genau. So katalogisch sah das auch gar nicht dann aus. Aber es hatte schon so ein bisschen genau das, was du halt meintest. Also diese Wertigkeit, von der du ja auch gerade eben gesprochen hast, die fällt dann irgendwie so komplett hinüber, hat man so das Gefühl. Ja, es ist ein bisschen, finde ich, wie wenn eine Band auf Tour ist, weil hier ist nämlich quasi das Ding sozusagen die regionale Eingeschränktheit. Also egal wie geil dieser Escape Room in Moskau ist, ich werde ihn wahrscheinlich so bald nicht sehen. Deswegen macht es ja durchaus Sinn, wenn jemand einen guten entwickelt hat, dass er sagt, okay, bringt das doch mal euren Leuten in Bottrop näher, sozusagen. Weil diese regionale Einschränkung ist sozusagen das Haupthindernis dafür, dass die Leute draufstoßen können. Einfach. Und deswegen ist auch ein Grund, warum Bands halt nicht nur ein Konzert geben, sondern halt rumfahren und über die gleiche Show spielen. Können wir auch sagen, das ist ja Massenware. Das ist halt einfach nur, damit die Leute hinkommen. Das ist aber ein Unterschied, ob eine gute Band von links nach rechts fährt, ja. Oder eine sehr gute Band, wo es eh schon schwer genug ist, Tickets grundsätzlich zu kriegen, egal wo die gerade sind. Ja. Oder ob es wirkt, das mag ja auch gar nicht für jeden gelten, das möchte ich jetzt auch gar nicht jedem unterstellen, aber das, was ich so gesehen habe, wirkte für mich so ein bisschen wie so ein Ramschladen. Das ist ein ganz gefährliches Detail auch dabei gewesen. Und zwar, ich habe diesen russischen Anbieter auch gefragt, ja, wie ist das dann? Verkauft ihr das denn als Brand, also als Marke dann irgendwie? Und er meinte, nein, ja, das kann jeder unter seinem eigenen Namen laufen lassen und das ist im Prinzip überhaupt nicht, geht überhaupt nicht auf uns zurück. So, da besteht aber natürlich die Gefahr, ja, wenn du als Spieler irgendwo hingehst und spielst einen Raum und gehst 3 Wochen später in irgendeiner anderen Stadt hin und spielst noch einen Raum, dass du genau denselben Raum spielst und du weißt es vorher nicht. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Weil wenn man so viele von den Dingern besucht hat wie ihr, muss man auch irgendwann ein Buch führen, oder? So, ja. Es gibt hier nicht so viele verschiedene bekannt Themen. Vor. Es gibt nicht so viele verschiedene Themen. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 oder 4 verschiedene Räume, die sich alle so in der Grabkammer halt irgendwie. Ja. So, ja? Und du weißt ja, du kriegst ja über die Webseite von dem Spiel, kriegst du ja vorher keine genauen Details, weil die wollen natürlich auch ihre Rätsel nicht verraten, ist ja logisch. Ne? So, das heißt, du kannst nur hoffen dann eigentlich, dass du diesen Raum noch nicht gespielt hast. Ja, also es gibt ein paar Anbieter, die mittlerweile so bei sich selber, also Adventure Rooms zum Beispiel macht das, die bei sich selber so einen Button drauf haben und sagen, wir entwickeln alles selber und garantieren damit, dass dieses Spiel, was wir bei uns haben, dass du das bei einem anderen Anbieter nicht findest. Also das gibt es tatsächlich schon. Was so dieses Katalog, also dieses Katalogartige, also ich komme ja so ein bisschen, ich bin ja so Achterbahn-Fan. Und es gibt ja so verschiedene Achterbahnfirmen. Und dann gibt es tatsächlich, also ganz, ganz bekannt ist Vekoma aus Holland. Die sind bekannt für Achterbahn von der Stange. Die haben wirklich einen Katalog. Und da sagt man dann, ich habe so und so viel Platz bei mir in meinem Park frei. Und ich kaufe mir dann eine Achterbahn von der Stange für die und die Grundfläche. Und die Vekoma-Sachen, die sehen alle gleich aus. So Boomerang und Suspended Looping Coaster und so. Also Achterbahn-Fans, die erkennen das. Und das ist tatsächlich dann wirklich auch, dass ich in den Park gehe und dann sage, okay, ein Boomerang von Vekoma. 100 Mal schon gefahren, ziemlich langweilig. Da ist es und man merkt halt dann auch, dass es einfach so ein, also selbst wenn man das jetzt nicht im Detail weiß, merkt man sehr schnell, dass es eine Standardachterbahn ist, weil die hat einfach eine gerade Fläche und die steht da und ist sehr kompakt. Und ich glaube, bei diesen mobilen Räumen ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Du brauchst einen Raum, der muss im Prinzip eine bestimmte Eigenschaft haben. Was ist denn, wenn ich jetzt einen fünfeckigen Raum habe? Klappt das dann überhaupt noch? Was ist, wenn ich irgendwie eine Treppe drin habe? Funktioniert das dann noch? Also wie flexibel ist das System überhaupt? Passt sich das System dem Raum an? Und bei den Achterbahn habe ich das gleiche Problem im Prinzip. Und dann gibt es halt die Achterbahn, die nicht von der Stange sind, sondern konkret auf
den Raum angepasst, wo man einfach dann merkt, da sind dann Bäume außenrum, die schmiegt sich dem Hang an oder irgendwie so. Und die wirkt dann auch gleich ganz anders. Man merkt dann sehr schnell, das ist ein Premium-Exemplar, weil das halt konkret für diesen Ort entwickelt worden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Räumen, bei diesen Katalogräumen vielleicht ähnlich wirkt, weil die ja hochmobil sein müssen oder hochflexibel und halt dann eben auf sehr viele Details vielleicht nicht eingehen können. Also wie gesagt, wie ist das, wenn da eine schiefe Wand drin ist oder irgendwie so? Also das ist so gerade dieses sehr Spezielle, was halt viele Räume haben. Ich war jetzt vor kurzem eben in Exit Room drin, wo halt eben so ein paar Treppen drin waren und ein paar verwinkelte Gänge und sowas. Das kannst du im Katalog dann alles nicht mehr machen eigentlich. Ui, ist gerade böser Unfall davon. Und oha. Eieiei. Ja, fahrt vorsichtig. Aber noch halbwegs harmlos aus. Zumindest kein Krankenwagen da und die Leute stehen alle hinter der... Ja, und die Person ist ausgestiegen, wenn ich es richtig sehe, und ja. Warnt. Nochmal Glück gehabt, aber gut, es ist auch wirklich, also ich muss auch dazu sagen, hier ist gerade böses Wetter. Also fahrt vorsichtig. Sonst... wenn ihr das morgen hört. Heute ist es ganz schön nass hier. Gut zu wissen, danke. Ja, weißt du was? Mich erinnert das Ganze ein bisschen an... Ich bin auch sehr gespannt, wo das hinläuft. Also, ob mich erinnert das ein bisschen dran, eben halt auch, was für unterschiedliche Leute gibt, die Videospiele entwickeln. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja auch bestimmt die Leute, die sagen, das und das ist gerade in. Machen wir doch mal ein Wimmelbild mit Vampiren, die alle glitzern oder was weiß ich. Und dann quasi, lass doch mal irgendwelche Assets irgendwo fertig kaufen, die jeder schon 100 Mal gesehen hat. Und dann machen wir so billig wie möglich ein ganz billiges Spiel, was irgendwelche Zielgruppen anspricht. Weißt du, die gibt's. Und dann gibt's natürlich die Typen, die ihr Lebenstraumspiel verwirklichen mit ganz viel Herzblut und so. Das erinnert mich auch ein bisschen daran. Ja. Es gibt ja auch so, für zum Beispiel, wenn man Unity benutzt als Entwickler im Asset Store, kannst du ganze Levels oder mittelalterliche Städte runterladen für 3,50 €. Ja. Und kannst dann da dein generisches Irgendwas-Spiel drin machen und das dann für 10 € auf Steam verkaufen. Als Businessmodell sozusagen. Und das hat nicht mehr viel mit kreativ austoben zu tun, sondern es ist mehr Kalkül. Übrigens, ganz passend dazu fahren wir gerade am Legoland vorbei. Man sieht es ganz in der Entfernung. Legoland, jetzt komme ich wieder mit meinem Schreck, ich bin da unverbesserlich. Aber Merlin-Gruppe, Legoland irgendwie so die meisten, also die haben unglaublich viele Standorte mittlerweile. Und die Parks sind halt auch eigentlich alle gleich. Also die ganze Merlin-Gruppe ist fast sogar ziemlich gleich. Die haben fast überall den gleichen Achterbahn drin und so. Selbst über die. Also, aber in manchen kommt man als Erwachsener nicht rein. Das ist richtig. Aber wenn du zum Beispiel ein Legoland hier besuchst und dann später irgendwie in Florida oder so, die sind auch komplett von der Stange und funktioniert aber halt trotzdem, weil es location-based ist. Also weil eben diese Sache nur hier in Günzburg funktioniert und der in Florida, der ist halt vermutlich in Günzburg. Und da geht es so ein bisschen nicht. In Richtung einem Punkt, den ich als Dienstleister feststellen musste. Es ist nämlich manchmal auch einfach, es schwingt bei Dingen, für die Leute ihr Entertainment-Budget ausgeben, auch manchmal eine gewisse Funktionalität mit. Ja. Zum Beispiel war es früher so, wenn du dir eine Band angeguckt hast, hast du das gemacht, also früher vor 40, 50 Jahren oder so, du hast dir eine Band angeguckt, weil du tanzen wolltest. Weil, ich meine, da lief halt, also da liefen halt früher natürlich irgendwie jetzt keine Tonträger irgendwo in der Disco, das kam ja dann erst später. Früher war es quasi so, ich hätte jetzt voll Bock zu tanzen, ich brauche eine Band, die für mich spielt. Da hat er die Band quasi eine Funktionalität erfüllt. Genauso, ich merke das natürlich auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel als Dienstleister Musik für ein Spiel mache, habe ich natürlich auch ganz klar, erfülle ich ganz nackte, trockene Aufgaben. Und wenn ich jetzt als Band unterwegs bin, auch. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Band hast, die so Funk-Zeug oder Ska oder irgendwas machst, dann wirst du halt auch gebucht tatsächlich, damit die Leute entsprechend eine bestimmte Stimmung dazu haben. Und das sage ich jetzt alles, weil so ein Escape Room, das erfüllt halt Aufgaben. Das misst sich dann teilweise, solche Gespräche hatte ich auch, das wetteifert dann zum Beispiel mit einem Kinobesuch oder mit, ich mache mit meinen Freunden irgendwas. Und deswegen erfüllt es bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel, es muss irgendwie örtlich erreichbar sein, die halt einfach generell alle Freizeitaktivitäten und irgendwie Abendveranstaltungen, wie auch immer, alle erfüllen müssen. Ich kann auch nicht sagen, es gibt doch schon eine coole Techno-Disco in Bottrop. Aha, dann haben wir sie da. Sondern, nee, aber die Leute wollen ja da hinkommen und die wollen nach der Arbeit irgendwie weggehen. Das heißt, es lohnt sich zum Beispiel an dieser Stelle eine Pizzeria hinzubauen, weil die Leute wollen an der Stelle was essen.
Es gibt aber einen gewaltigen Unterschied. Es gibt, ich denke mal, dass fast jeder weiß, ja, dass es gute und schlechte Musik gibt, was ja auch wieder abhängig vom eigenen Geschmack ist. Genauso gibt es auch irgendwie, die meisten Leute wissen auch, dass es gute oder schlechte Spiele gibt. Aber bei den Escape Rooms haben wir das Problem, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was ein Escape Room ist. Stimmt. Ja, und wenn du dann das erste Mal sowas machst und gerätst in einen schlecht designten Raum, ja, der einfach keinen Spaß macht, dann kann das den Leuten das ganze, sagen wir mal, Genre versauen. Stimmt. Die kommen nicht mehr wieder. Es spricht sich vor allem dann auch rum. Ah, hast du schon mal so ein Escape Game gemacht? Ja, habe ich gemacht, war scheiße. Du brauchst gar nicht ins Singen. Ja. Hatte ich tatsächlich schon mal. Ja, das passiert dann auch. Bei Musik passiert das nicht. Ja, da kannst du halt irgendwo eine andere Band hören oder bei der Diskothek. Da wissen die Leute, dass es eine Vielfalt gibt. Ja, bei Diskothek ist es ja auch noch so, ja, wenn du eine gute Diskothek gefunden hast, gehst du da immer wieder hin, weil das war da das letzte Mal gut, also gehst du das nächste Mal auch wieder hin. Ja, hast du beim Escape Room nicht. Das ist halt weit verbreitet, das kennt halt jeder. Und da wirst du auch von deinen Freunden mitgezogen. Du gehst auch aus ganz unterschiedlichen Gründen dahin. Du kennst wahrscheinlich gar nicht den DJ, der da spielt, der das vielleicht irgendwie zusammen, um sein Geld zu verdienen, macht. Aber du gehst dahin, weil irgendwie deine 5 Kumpels dahin gehen und so. Klar, eine Disco muss sich natürlich heutzutage nicht mehr durchsetzen, dass es sie überhaupt gibt. Das ist ja gerade auch wieder das Gute an diesen Escape Rooms und so. Dass man eben irgendwie, dass man mal auf so eine Konferenz fahren kann, wo Sachen neu erfunden werden, die noch nicht lange erprobt sind und nicht unglaublich ausgelutscht. Das ist total spannend. Ja, das ist ja vielleicht dann auch, das muss man jetzt auch dazu sagen, und Sebastian, wir haben darüber ja auch schon gesprochen, dann teilweise das, worüber wir dann länger oder breiter diskutieren, ist dann vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ne? Also das muss man jetzt vielleicht dann auch sagen, ja, um das alles auch nochmal ein bisschen zu relativieren. Das gibt es ja in verschiedensten Bereichen. Also ich meine, umgekehrt, ne? Ich, der ja jemand ist, der sich mit neuen Technologien schon wirklich lange, lange Zeit beschäftigt, bin dann erstaunt, wenn ich halt in einer Konferenz sitze und dass es Teilnehmer gibt, die dann A, noch nie davon gehört haben oder B, den Unterschied nicht kennen. So, also nur selber als Teilnehmender auch. Aber es ist tatsächlich ja so, dass sowohl dieser Tech-Bereich als auch, ich glaube, tatsächlich vergleichbar, oder dieser Hightech-Bereich und mit seinen neueren Themen wie Augmented oder Virtual Reality oder sowas eben wie die Exit Rooms tatsächlich Spezialgebiete sind. Und ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in diese Falle reintritt, nur weil man sich selbst schon äußerst lange und viel und auch mit allem beschäftigt, was da irgendwo noch so am Rande mit anknüpft, vielleicht auch schon in ganz andere Genre oder Richtungen oder Branchen geht. Ne? Sebastian, wir begegnen uns ja auch ständig immer irgendwo. Ne? So, also wir sind da ja breit aufgestellt. An den merkwürdigsten Stellen. Das erste Mal habe ich hier nur einen Bunker entdeckt. Ist schon ein bisschen verdächtig. Ja, ne? Aber das ist natürlich tatsächlich so, dass das, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ja? Also, aber das ist genau dieses Gefälle, was dann halt auch entsteht. Also ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt Sebastian und ich jetzt oder diese Gruppe hier, ne? Also das liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir uns halt einfach schon länger mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Und ja, dann weil wir uns in Schnittfelder halt reinsetzen, glaube ich, ganz bewusst schon so ein bisschen. Also weil wir halt eben auch diese, also wir beschäftigen uns mit dem Thema länger, aber wir beschäftigen uns eben auch mit diesen Schnittfeldern irgendwie. Und ja, und die Branche halt ja, eben natürlich. Nicht. Ich meine, klar, die Branche ist halt, Leute, die sagen, ich bin Life Escape Game Betreiber und Punkt. Und was will ich mit Machina X eigentlich? Was ja. Ist ja eigentlich schon, also... Aber das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen ich bin ein reiner Veranstalter oder ein reiner Betreiber oder ich bin da drin Kreativer und Entwickler und ich sage jetzt mal dieses auch schon ausgeluschte Wort Visionär oder innovativ oder sowas. Ja? Also ich glaube, das geht ja in unterschiedliche Richtungen und zum Beispiel auch neuere Ansätze, da mit neuen Technologien reinzugehen, kommen ja leider gar
nicht so oft aus dem heraus, dass die Leute sich wirklich dafür begeistern oder dass wirklich eine sinnvolle Erweiterung oder Einbindung ist, sondern einfach, oh, was kann ich noch machen? Das ist ja genau das Problem bei Virtual Reality und bei der Augmented Reality ja auch. Also war es in der Vergangenheit, ist es jetzt und wird es auch bleiben. Deswegen gibt es auch gerade im Virtual Reality Bereich, es gibt unheimlich viel inzwischen, aber halt leider auch unheimlich viel Mist. Ja. So, und es gibt ganz wenige Sachen, wo man sagt, wow, das ist wirklich anders oder außergewöhnlich. Und es rührt aber natürlich auch wieder aus dem heraus, dass man sich da schon ganz viel dann auch angeguckt hat und ausprobiert hat und natürlich der Anspruch steigt. Das ist ja genau das, was du ja auch meintest. Ne? Also derjenige, der schon öfters so etwas gespielt hat, also jetzt, egal ob die Virtual Reality oder ein Exit Room Game, ja, dessen Anspruch steigt. Und der, so würde ich jetzt mal behaupten, ja, oder? Nicht auf alle Fälle. Die Frage ist ja auch quasi, wie, also A, müssen diese Leute darauf reagieren? Sind wir so eine Ausnahme, dass es wurscht ist? Oder kann man davon ausgehen, dass halt einfach generell der Druck für alle steigen wird, weil immer mehr Leute halt mit dem Thema in Berührung kommen? Und was mir dann noch so ein bisschen jetzt gerade im Kopf auch durchgeschossen ist, so als Randnotiz von dem, was du gerade gesagt hast, dass wir diese Trennung von, ich bin quasi jetzt Betreiber und ich mache jetzt irgendwie was und im Zweifelsfall mache ich noch irgendwie einen bestimmten Trend mit, aber ich bin halt eben nicht Konzepte, ich bin nicht Kreative. Es ist halt auffällig, dass diese Trennung eigentlich jetzt zum Beispiel bei der Live Escape Game Convention noch überhaupt nicht so direkt gibt. Das ist alles noch irgendwie so ein großer Haufen. Und die große Frage für mich ist eigentlich jetzt so ein bisschen, ob das, was man halt im Games-Bereich dann irgendwann hat, dieses Rauskristallisieren von der Typ macht das, der kennt sich da aus, der ist vielleicht eher Techniker, der ist vielleicht dann eher der Businessmensch und betreibt das Ganze und so weiter. Ob das eine Sache ist, die, wenn sich diese Location-Based, nenne ich jetzt mal Branche, spezialisiert, ob das auch so etwas ist, was dann praktisch daraus entsteht irgendwie. Also ob brauchen wir Konzepte in diesem Bereich, die dann sich wirklich aber als Konzepter verstehen, eben nicht als Betreiber. Also solche Sachen finde ich da irgendwie auch ganz, das kann ich auch noch nicht so richtig so 100% greifen, also wo das Ganze so hing. Also ich finde es gerade... Du machst halt so einen Markt auf, ja, und dann stürzen sich da halt Leute drauf aus den unterschiedlichsten Richtungen. Third-Party-Leute sozusagen, die sagen, oh, ich sehe da eine Chance. Zum Beispiel einer, mit dem ich heute gesprochen habe, der quasi hauptsächlich Props herstellt für irgendwen anders. Das ist auch immer so. Also quasi, man darf ja auch den nicht so Unrecht tun, weil ich guck dir die ganzen anderen Sparten an. Geh mal auf die Gamescom und schau mal, was im Business-Bereich so rumläuft an Leuten im Anzug, die nichts mit Game Design zu tun haben, nur Vertrieb machen oder so. Ganz ich meine das auch gar nicht negativ, sondern nee. Ich meine das wirklich als Professionalisierung. Das ist etwas, was kommt bei denen. Ja, ich bin jetzt Designer und entwickle einen Raum, aber die Props kaufe ich jetzt ein bei Firma XY. Das würde dir echt gut tun, ehrlich gesagt. Aber ich meinte vorhin einfach auch einen anderen Punkt. Games ist doch ein super Beispiel. Es gibt diejenigen, die es aus Passion machen. Und es gibt diejenigen, die es als Geldmaschine betreiben. So. Ja, genau. Ja? Und auch schon da splittet sich das auf. Ja. Ja? Also das ist ja ein völlig anderer Zugang dazu, ja. Verstehe. Und das hat gar nicht, glaube ich, was unbedingt damit zu tun, in welcher Position du da drin bist. Auch das spielt sicher eine Rolle. Ne? Aber es gibt einfach ganz unterschiedliche Gründe, warum die Leute reingehen. Das Virtual Reality auch. Ich meine, also als das jetzt vor 2-3 Jahren noch mal anfing und so. Also ich war ja drüben in Amerika auf der South by Southwest und habe die ersten geilen Experiences da gemacht, die dann so 1-2 Jahre später hierher kamen. Ich war völlig euphorisiert. Ich so, wow, da kannst du jetzt wirklich. Das war Disneyland hoch 10 irgendwie. Das war so geil. Das war so richtig. Und all diese Magie, die fällt eigentlich davon ab, weil irgendwie wirst du damit überall überschüttet und zwar in meistens schlechter Art und Weise, so dass du eigentlich schon gar keinen Bock mehr hast irgendwie. Ne? So, ah ja, okay, jetzt ist das 10.000. Virtual Reality Demo irgendwas. Und auch genau das gleiche Thema wie das Storytelling. Ja, so, und das ist halt Storytelling, Storytelling, Storytelling. Ja, es fing, vor ein paar Jahren hatten wir Transmedia, ja, wo auch noch keine Antworten gefunden wurden. Ja, dann Virtual Reality ist genau das gleiche, ist auch genau. Und jetzt haben wir, und jetzt kommt noch die Szene mit den Escape Rooms und am Ende des Tages läuft es ja eigentlich auch wieder auf diesen Punkt auch zurück, ja, weil ohne einen Inhalt, ohne eine Story wird es halt schwierig auf Dauer gute Erlebnisse
oder sinnvolle Erlebnisse oder Erfahrungen oder dann eben auch Räume zu kreieren, die sich über eine gewisse Dauer auch halten. Da bist du im Prinzip dann wieder beim alten Disney-Satz, die ja, ich komme immer wieder mit meinen Attraktionen, ich bin unverbesserlich, aber die ja wirklich in jeden, wo jeder scheiß Baum bei denen eine Geschichte hat, weil sie halt sagen, Uniqueness und praktisch Premium-Erlebnis schaffen wir dadurch, dass halt die Sachen halt, dass sich jemand natürlich Gedanken macht und die Sachen auch eine Geschichte einfach haben, die halt unique ist und eben nicht hingerotzt, in Anführungszeichen. Aber vielleicht auch auf deinem, also auch noch eine Randbemerkung sozusagen, nur füllt dich eine Fußnote auf den Punkt, den du meintest mit, es gibt halt die passionierten Spieler und diejenigen, die halt irgendwie einfach nur spielen, weil es halt irgendwie Sinn macht und so, du hast halt irgendwie die großen Firmen, die irgendwie so Sachen rausrotzen und so die Indies, die halt irgendwie aus Passion dann Sachen entwickeln. Nee, ich würde das nicht mal nur auf Indie also das hier zum Beispiel, also die Bioshock-Serie ist jetzt zwar kein deutsches Beispiel, ja, aber finde ich eine äußerst liebevoll gemachte, liebevoll kreierte und wirklich sehr, sehr dichte Story-World, die jetzt ja schon, also ich finde es schon ein kleiner Blockbuster gewesen. Ja, das war schon ziemlich, also das war schon toll. Und ich finde, da gibt es schon auch Beispiele, die nicht nur aus der reinen Indie-Szene kommen. Okay, einverstanden. So, ja. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Die haben natürlich was auch mit Möglichkeiten zu tun. Ne? Also, und die Möglichkeiten bestehen aus Zeit und Geld. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Ne? Also ich habe mich heute gefragt, weil ich auch mit so ein paar Leuten ins Gespräch gekommen bin, die beschäftigen sich halt so seit ein paar Monaten mit diesen Exit Rooms, haben halt nur so zwei, drei gemacht, haben gesagt, ja, finde ich geil, da kann man Geld mitmachen. So. Und das ist schon genug für die. So. Und, ja. Und das machen sie jetzt dann auch. Und ich habe mich, irgendwie dachte ich, ich weiß, also genau da auch, also da bin ich auch wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Das stört dich, oder wie? Na, ich persönlich, ich glaube, das sind Sebastian und ich gleich, aber ich bin auch jemand, der Dinge aus Passion macht. Ja? Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass jemand, der einfach rein unternehmerisch denkt oder rein in Monetarisierung denkt, sagt, hey, das ist ein Feld, das ist noch nicht besetzt und da gehe ich jetzt rein und mache einfach irgendwas. Und eigentlich ist mir die Qualität erstmal wurscht, solange ich da irgendwie erstmal damit Income habe. Also ne? Meistens ist es halt so, dass die harten Idealisten so ein bisschen von der Welt abgerubbelt werden, indem quasi Idealismus dann auf die Realität prallt. Also zum Beispiel, wenn du ein ganz verträumter Spielentwickler bist aus Passion, stößt du halt dann einfach an deine Grenzen, wenn du dann merkst, oh, ich habe jetzt hier einen Publisher-Vertrag liegen, der fordert komische Dinge ein. Oder, super, meine große Vision wurde irgendwie nicht verkauft, aber irgendwie der Klo-Simulator 2017 ist in den Charts oder so. Solche Dinge, die machen es dir, die versuchen dran zu zerren an diesem Idealismus. Also ich merke das bei mir persönlich zum Beispiel auch nach vielen, vielen Spielen. Du musst dich dann auch wirklich immer wieder tunen, dass du dich auch über noch freust und über alles reinhängst. Und den meisten Leuten ist es einfach nicht vergönnt, so idealistisch zu handeln, wie wir es gern hätten. Also zum Beispiel, ja. Ich kenne viele Entwickler, die halt neben ihren Traumprojekten einfach Auftragsarbeiten machen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Oder sich um ihr Traumprojekt überhaupt erstmal finanzieren zu können. Ja, genau. Sich erstmal Klinken putzen zu müssen und nehmen, was sie kriegen halt einfach. Weil vorher brauchst du gar nicht erst anfangen, weil dein Projekt, das du wirklich machen willst, einfach so viel Ressourcen braucht, dass du erstmal aufsteigen oder beziehungsweise erstmal Geld ansparen musst oder irgendwas, was dann oft auch nicht funktioniert. Das ist dann sehr schade eigentlich. Ja, aber weißt du, ich habe jetzt gar nicht, also ich meine, dass viele ja irgendwie Auftragsarbeiten machen müssen, damit sie das Eigentliche tun können. Das habe ich jetzt gar nicht in Frage gestellt. Ich meine, es sind nur andere Herangehensweisen. Trotzdem kann man einen Anspruch haben an eine Sache oder auch nicht. Ja? Das sind einfach verschiedene Denken. Das ist, wenn du es überträgst in den Startup-Bereich zum Beispiel. Entrepreneurship ist ja auch so hip geworden in den letzten Jahren. Ne? Irgendwie, da gibt es die Start-Upper, die wirklich eine Vision haben, also die wirklich an das glauben und unbedingt was machen wollen. Die wollen irgendwie die Welt ein Stückchen besser machen, auch wenn es jetzt total kitschig klingt. Sagen wir mal, das ist so und das ist jetzt naiv und romantisch, ja.
diese zwei Leute, wenn die sich zusammentun, ist immer ganz geil. Der eine harte Hund macht den Vertrieb und denkt nur ans Geld und der andere hat die Vision und will die Welt verbessern. Wenn sich so zwei Typen finden, ist ich immer relativ optimal. Ja, wenn sie sich auf was einigen können. Ne? Wenn derjenige, der das Investment macht und das knallhart durchzieht, halt dann auch gleichzeitig die Einstellung hat, das darf aber alles auch gar nichts kosten. Ja? Dann hat er kreativ ein Problem, weil dann kann er seine Kreativität nicht ausleben. Es ist doch irgendwie, als David Lynch damals den Wüstenplaneten gemacht hat. Ne? Das war ja einer seiner schlechtesten Filme, weil es auch einer der Filme war, wo ihm die Producer am meisten reingeredet hatten. Und es hat ihn, war ein mega Knick damals in seiner Karriere. Ne? Also der hat ziemlich lange kein Geld mehr bekommen für einen Film und hat sich dann irgendwann mal wieder aufgerappelt und hat sich dann entschieden, das macht er nie wieder. Und lieber produziert er mit geringeren Mitteln, aber macht genau das Drehbuch, was er machen will. Ja, das meine ich. Ja. Ne? Also ja, aber das ist ja die Kehrseite wiederum davon. Ja, ne? Das ist die Kehrseite. So, oder zum Beispiel, ich meine, das führt jetzt vielleicht zu weit und ich will auch gar nicht spoilern, aber ganz kurz, Games of Thrones zum Beispiel, da fehlen mir jetzt gerade noch zwei Folgen von der aktuellen Staffel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr so geil wie vorher und ich frage mich, liegt es daran, dass diesmal der Autor nicht fertig geworden ist und das jetzt das so ein großes Ding geworden ist und das muss irgendwie weitergeführt werden und da haben jetzt viele andere mitgeschrieben und mitgeredet? Oder hat sich das eventuell vielleicht sogar schon ausgelutscht? Das kann ich noch nicht beurteilen. Irgendwann passiert es immer. Du kannst eine Serie nicht unendlich weiterführen. Sie bleibt für immer interessant. Ich meine, die Leute gewöhnen sich an verschiedene Muster und meistens leider sterben die Serien so weg und sind am Ende ganz eklig und man schämt sich. Also ich kann es nicht beurteilen, ob das da der Fall ist. Es gibt doch Ausnahmen, also wo Leute das früher checken. Wenig, also relativ wenig. Die BBC macht es ganz gut, finde ich, dass sie mal, also gibt da, also... Ja, gut, die bestellen auch anders. Genau, die bestellen anders. Ihre genau. 6 Folgen pro Staffel. Ja, und so. Die auch häufig auch sagen, nach der Staffel ist Schluss. Ja, die genau. Einfach eiskalte sagen, das trägt sich nur bis dahin. Aber ja, aber also, ich weiß nicht genau, also so diese ganze... Also wir... Ich bin mir nicht irgendwie so sicher, ob man das Ganze irgendwie so 100% schwarz malen muss, weil... Also ja, klar, alles schwierig. Das Problem kennen wir kennen es aus der Games-Branche, es wird bei der Escape-Games-Branche vermutlich irgendwann ähnlich sein. Aber das eine ist irgendwie, Geld ist glaube ich nicht alles. Also ich glaube, dass man Visionen auch mit weniger Geld schaffen kann, ohne dass es ist halt dann vielleicht anders, aber es ist trotzdem irgendwie noch von einem selber. Also wie David Lynch halt eben sagt, er sagt, notfalls mache ich nochmal einen Film wie Eraserhead, der irgendwie nicht so viel kostet und dafür ist er irgendwie cool. Und das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite ist, dass ja doch irgendwie über diesen Weg hin und wieder mal so originäre Ideen ja doch irgendwie entstehen. Also ich meine, David Lynch hat ja auch irgendwie seine Filme gemacht, irgendwie. Ich meine, das ist dabei ein reduzierteres Publikum und auch ein spezielleres Publikum. Aber was spricht denn dagegen, dass es, also das ist ein Satz, den Lex, glaube ich, oder also in der letzten Diskussion, die wir noch hatten, kam das mal vor hier bei der Escape Game Convention. Vermutlich werden wir irgendwann große Escape Game Betreiber haben, die das Ganze halt als reines Business sehen und da irgendwie ihre Räume durchrotzen und halt das vielleicht genauso Mainstream-mäßig durchziehen, vielleicht auch vom Katalog raus, wie es halt das Kino heute irgendwie macht, aber man wird halt vielleicht auch die kreativen Leute haben, die es halt probieren, davon werden viele leider scheitern, das wird vermutlich so sein, aber es wird vielleicht auch ein paar geben, wo man sagt, okay, also die Idee ist irgendwie cool, weil die ist neu und die hat nur funktioniert, weil er irgendwie halt Indie ist und weil ihm niemand reingesprochen hat und weil er seine eigene originäre Idee, das ist wie der Autorenfilm so ein bisschen, ja, dass du auch dieses Autorenspiel hast. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Wir haben es in der Games-Branche irgendwo auch, wo man dann merkt, und das ist jetzt irgendwie ein Spiel von, keine Ahnung, von Game Designer XY. Und man sieht seine Handschrift, aber man weiß, es ist er und es ist nichts da reingeredet worden. Und vielleicht ist es bei Game of Thrones wirklich so, dass halt irgendwie der Autor nicht dabei war und die Autorenhandschrift ein bisschen fehlt und es deswegen nicht mehr so cool ist. Aber das ist halt, glaube ich, entkoppelt von dieser Geldidee für viele, weil halt eben sehr häufig dieses... nach Schema F produzieren und bestimmte Regeln einhalten, halt irgendwie billiger ist und effizienter und trotzdem klappt. Ich finde es auch scheiße. Also ich konsumiere viel lieber einen Autorenfilm und ein Autorenspiel als eben sowas komplett durchpoliertes irgendwie. Aber mei, also das ist dann fast eine ethische Frage irgendwie so, ja. Und da kommst du im Prinzip in die Kultur irgendwo fast schon mit rein. Von daher
Schwierig, ja, aber ich weiß nicht, ob Life Escape Game am Schluss wirklich so in diese Richtung geht, so dass am Schluss alles nur irgendwie total gepolished ist und keine Möglichkeit mehr da ist für so originäres Autorenlesen. Also ich als Kreativer muss halt dazu sagen, da gibt es halt so ein Faktum, über den nicht viele Leute nachdenken, das ist der, dass quasi die Geschichte immer von den Gewinnern geschrieben wird. Das habe ich auch schon von beiden Seiten erleben müssen und das ist so ein Ding, wenn du nämlich immer deinem Herzen folgst und immer deiner Vision folgst und nicht so aufs Geld achtest, kann es halt sein, dass quasi du einer von den 999 bist, die voll aufs Maul fallen, ja, von denen wir nie wieder was hören, ja, die total depressiv davon werden und die dann nur noch an der Tankstelle arbeiten und kein Mensch berichtet mehr über sie. Und dann hören wir von diesem einen Spiel das geschafft und sagen, warum machen das nicht alle so wie dieser eine hier? Der hat was ganz Individuelles gemacht, hat super Erfolg gehabt. Wo sind denn die anderen Leute, die das alle machen? Ja, die sind gescheitert, aufs Maul gefallen. Also ich habe mal vor ein paar Jahren geguckt, da waren es so, als MySpace noch hip war, habe ich geschaut und gesehen, aha. So alt bist du schon. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr alt. Ich habe die 90er erlebt. Als MySpace noch hip war, habe ich mal geguckt und habe gesehen, okay, es gibt irgendwie, noch Rider hieß, Entschuldigung. Es gibt irgendwie 3,6 Millionen Bands auf MySpace. Da habe ich mir so drüber nachgedacht, also ach du liebe Scheiße. Also das ist nämlich das Ding. Wo sind die denn jetzt alle? Weißt du, so diese die idealistischen... Die sind immer noch auf MySpace, solange sie sich einfach nicht abschalten. So wie ich auch. Ich und viel Spam. es ist halt so, auf jede eine coole Rockband, die sich immer treu geblieben ist, in ihrem individuellen Sound sozusagen, kommen halt so viele, die ihr gesamtes Erspartes reingeballert haben. Und kein Mensch redet mehr über die. Ja. Die verschwinden einfach. Keiner fragt sie nach ihrer Meinung. Die sind einfach weg. Und dann gibt es halt wieder welche, die, ich kenne auch so eine befreundete Band, die hat gleichzeitig mit meiner damals gescheiterten Rockband angefangen und die haben sich irgendwann anders entschieden und die haben irgendwann gesagt, pass auf, wir machen jetzt einfach sehr seicht. Und die begegnen mir gelegentlich so auf Bayern 3 und machen jetzt sehr, sehr soften Kram und haben sich halt anders entschieden. Haben gesagt, okay, ich will es jetzt weitermachen. Ich kann es nicht so machen, wie ich es gern hätte, weil das zahlt mir keiner. Deswegen ändere ich mich jetzt und passe mich der Welt an, der bösen, bösen Welt. Und plötzlich kriege ich Geld und kann weiterhin sowas Ähnliches machen, wie das, was ich wollte. Und abgesehen davon zum Beispiel, Helene Fischer ist ja so ein Produkt. Ja? Also Nur Produkt von was? Ja, das ist die Frage. Also ich meine, die hatte ja ursprünglich auch eine andere Ausrichtung musikalisch und wurde dann ja so gemanagt, dass sie sich halt erstmal im Schlagerbereich etablieren soll. Das hat sie ja auch wirklich sehr, sehr gut und erfolgreich geschafft. Das ist wirklich eine Marke, also kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Ne? Aber trotzdem mit einer bewussten Abwendung von dem Eigentlichen. Ne? Und ohne zu wissen, ob es dann eigentlich hinhaut tatsächlich. Also ich mag ja besonders gerne das Beispiel Unheilig. Eine ehemalige, ich klinge so wie Rammstein, Gothic-Band, für die ich mich auch mehrfach in Bewerbung war, mit meiner Band damals bei denen Support zu machen. Nachhinein ganz froh. Also wir haben bei 3 Touren habe ich mit den Bookern von denen verhandelt und gesprochen und so. Ja, und dann hatten sie diesen Hit, Geboren um zu leben, und haben wir quasi, wann immer sie nach irgendwas gefragt wurden, haben sie ja gesagt. So, möchtest du ZDF-Fernsehgarten auftreten? Klaro. Also mein persönlicher Highlight-Gipfel war, wo sie mit Cindy aus Marzahn Klinglöckchen Klingelingeling auf RTL performt haben. Das ist, glaube ich, so weit weg von Rock'n'Roll, wie ich noch niemals irgendwas gesehen habe. Aber Wahnsinns Asche gemacht. Die haben irgendwie so knapp zweistellig Millionen oder so abgeräumt. Das geben sie auch offen zu und jetzt hören sie halt auf und passt. Das ist eine ziemlich fiese Dämonenentscheidung. Voll eine Integritätsfrage irgendwo so auch. Ja. Also wie stark will ich meinen Charakter halt verbiegen bei sowas und wie weit kann ich damit gehen? Ja. Und, klar, dass die Welt da nicht gerecht ist, bestreite, glaube ich. Die einen machen es so, die anderen so. Ja. Und du? Wir sind aber ganz schön weit weg von der Escape Games. Wir sind quasi dem ganzen Thema etwas entflohen. Naja, also ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ich meine, ich bring's nochmal, wir haben halt von Evelyn irgendwie berichtet über Orpheus von vor 4 Jahren oder so.
Ja. Wir hoffen immer noch auf einen Nachfolger. Und es ist so. Ja, aber auch in dem Fall ist es zum Beispiel so, also das ist ja dann vielleicht auch etwas zwischen Gewinnen und Scheitern, kann man so sagen. Ja? Weil ich habe das ja aus ganz anderen Aspekten heraus kreiert. Ich komme ja ursprünglich aus... Ich wollte nie Erfolg haben. Ich will gar kein Geld. Das war Absicht. Nein, das stimmt doch gar nicht. Er unterstellt mich hier die ganze Zeit irgendwas. Niemals. Ja, unglaublich. Total frech. Das war nur ein Scherz. Ja. Mach weiter. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Du kommst ja eigentlich aus dem, was du kommst. Ich komme ja eigentlich aus dem Musiktheater, aus der Regie und aus der Szenografie. Und was ich damals ja gemacht habe, ist meine Vision von Musiktheater gewesen, wenn man so sagen will. Also kurz runtergebrochen. Und das hatte ja einen ganz anderen Impetus letztlich auch, ja. Aber auch ich habe tatsächlich, lieber Daniel, 4 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Und zwar auch deshalb, weil einfach viel zu wenig Mittel bereit standen und ich natürlich auch andere Dinge machen musste, um meine Miete zu verdienen und Ähnliches. Und dieses Projekt ist ja auch nur entstanden, weil es sehr, sehr viele Partnerschaften da gab und Unterstützung und Ähnliches, dass das überhaupt stattfinden konnte. So, seht ihr die ganzen Blitze im Kopf? Ja, Blitze, Daniel. Ihr habt keine Ahnung, wir fahren Mordor entgegen oder wie heißt dieses Ding? Also, der einzige Grund, warum ich da so salopp reagiert habe, ist, dass ich selber auch viele so Sachen erlebt habe. Zum Beispiel, wie gesagt, diese am Ende auf dem Maul gelandete Rockband nach 3 Alben hat ganz schön viel Höhenflüge erlebt und am Ende ziemlich blöd einfach so dahin krepiert irgendwie. Und das hat so einen lustigen Effekt, wenn du auf Leute triffst, die kennen oder von früher oder so, sagen immer so, ist ja voll schade, ihr wart doch so gut. Das war doch total geil. Das war total super. Also, wenn du auf YouTube guckst, so irgendwelche Sachen von uns, sind immer so Kommentare, super geile, tolle Band. Also, deswegen ist dieser Bittersweet-Nachgeschmack von irgendwie so, ich habe da voll viel reingesteckt, es ist nicht vielleicht das draus geworden, was ich wollte, oder die Zeit war noch nicht reif, oder wie auch immer, solche Sachen. Ich kenne es halt auch und deswegen mache ich so blöde Witze drüber. Ja, aber ich glaube, also was wirklich ein Thema ist, ist, dass die Zeit noch nicht reif genug ist manchmal. Ja. Also es ist tatsächlich, also jetzt im Fall von Orpheus, und das ist der Vorteil und der Nachteil an einem Pionier, wenn man das überhaupt so, aber der Punkt ist ja immer der, und das ist ja heute ja auch laut geworden, du musst erstmal den Leuten erklären, was du da machst, ja, und jetzt erklär denen mal irgendwie, du machst da eine begehbare Experience, das ist aber auch eine Grenzerfahrung irgendwie, das hat spielerische Elemente, ist interaktiv, arbeitet aber mit sowas wie Augmented Reality und da kriegst du noch ein Toolkit und dies und das und so, also ne, das ist ja genau dieser Erklärungsaufwand, der ja auch in gewisser Form bei einem Exit Game geschaffen werden muss. Und jetzt habe ich extra für dich, Sebastian, wieder die Kurve gekriegt zum eigentlichen Thema. Monkey so. Island. Genau, weil gerade alles, was halt als neues Genre in irgendeiner Form auf den Markt kommt und was du halt nicht mit 5 Worten erklären kannst, ja, wird ja schon schwierig. Ja? Und dann ist es ja auch so, wie sollst du denn damit eine breite Masse überhaupt auch noch erreichen, wenn es ja schon alleine im speziellen Ausmaß schon schwer genug ist. Ja? Also ist ja auch, ne? Also das ist ja auch nochmal so breit gefächert. Also ich habe ja auch immer wieder, also da stößt du ja auch drauf, zum Beispiel Augmented Reality wird oft falsch verstanden. Ja, da fällt ja mal irgendwie erstmal alles drunter. Alles, was irgendwie virtuell, digital, spielerisch irgendwie auf dem iPad oder Smartphone ist, erstmal Augmented Reality. Ne? Also da wird oft gar nicht unterschieden oder Mixed Reality noch schöner. Ja, ja. Alles, was irgendwie geht, wird da rein irgendwie so. Ja, also, die Leute stürzen sich dann immer gerne auf so. Ich habe mich auch sehr über diesen Begriff gefreut. Weißt du was mit der Cloud? Die Cloud ist gut, das machen wir jetzt. Genau, aber da gibt es ja all diese Vermischungen auch bei, und das halt auch bei den Exit Games zum Teil. Das sind ja zum Teil ganz unterschiedliche Unterkategorien, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Und die werden zum Teil von der eigenen Branche in einen Topf auch geworfen. Ja. Was ich total erstaunlich eigentlich heute fand. Also dass da selber das gar nicht so. Also es ist, und da sind wir wieder beim Veranstalter und Betreiber, weil ich habe mich da auch mit einem unterhalten, der meinte so, naja, wir können halt, wenn wir jetzt große Anfragen haben, ne, für so Teambuildingsmaßnahmen, so eine Firma, dann kriegen wir halt in unseren Räumen, kriegen wir halt in
und schon gespielt hatte. Ich meine, das ist aber, hat überhaupt nichts mit Escape the Room eigentlich zu tun. Ach nee, wirklich nicht. Und das war genau, es war einer, der es sich neu gekauft hat als Lizenz. Er hat es noch nicht mehr gespielt gehabt und hat das einfach eingekauft. Hat gemeint, klingt gut, hat mir das bei der Prise angeguckt, passt, denke ich, so von der Beschreibung. Damit kann ich erstmal eine Zeit lang irgendwie Geld verdienen. Also, das fand ich schon erstaunlich. Dann habe ich so gemeint, naja, also ich habe das vor kurzem zufällig gespielt und es hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Und es funktioniert so und so. Und da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wie man das, glaube ich, anpreist. Aber gut, ich bin jetzt... Naja, es ist ja, wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr sogar ja schon den Namen der Messe so ein bisschen angekreidet, weil wir gesagt haben, so breit wie die Messe aufgestellt wird, passt eigentlich Escape Game Convention nicht, weil schon die meisten Escape Games nicht immer um Escape gehen. Und mittlerweile haben sie ja erweitert, sie nennen sich ja Real Life Adventures, nennen sie es jetzt. Also sie sagen jetzt Escape Game Convention, die Messe für Escape Games und Real Life Adventures. Und damit versuchen sie quasi, ja, das wieder aufzufangen, so ein bisschen. Ich bin gespannt, was in der Zukunft noch die Buzzwords sind. Ja, also ich meine, die fangen ja teilweise jetzt an, da richtige Storys reinzubauen. Ja. Und dann vielleicht auch ein bisschen so VR, AR, was weiß ich, mit reinzunehmen. Und es formt sich ja noch alles. Ja. Es geht ja dann praktisch weg von diesem Grundgerüst, ja, erstmal nur einen Raum voll Rätseln zu haben. Und dann fliegen ja bei den Leuten, logischerweise, wie es jetzt auch schon ist, gerade so diese Wörter Exit und Escape, die fliegen ja dann logischerweise raus, allein um sich abzugrenzen. Ja. Damit man eben nicht mehr mit dieser einfachen Struktur zu sehr in Verbindung gebracht wird, sondern man will sich herausstellen und sagen, ja, wir machen das aber nicht so, sondern wir machen das ganz anders. Bei uns ist das ein richtiges Erlebnis und so weiter. Ja. Was könnten denn die Schlagwörter der Zukunft sein? Jetzt mal außer dem, was wir schon kennen. Sollen wir jetzt hier Marketing machen, meinst du? Was denkt ihr? Was würde passen? Jugend könnte das vom Begriff her gehen. Ja, ich sage einfach nur Live-Gaming dazu. Also einfach im Prinzip das, was Spielinteraktion in der Realität macht, ist für mich Live-Gaming. Deswegen nennen wir das eigentlich auch bei Adventure Dive meistens Live-Gaming. Ja. Punkt. Wobei das, weil es so viel sein kann, das ist wobei Wahnsinn. Das natürlich dann auch wieder Paintball, Laser Tag, genau. LARP und diese ganzen Sachen eigentlich auch mit einstellen. Also das ist eigentlich nur ein ganz großer Oberbegriff dann. Und darunter, ja, würden dann auch die Escape-Games fallen. Würden auch drunter fallen. Und wie das im Detail dann nachher heißt, finde ich auch unglaublich schwer zu beschreiben, weil ich glaube, man muss jetzt mal gucken, was überhaupt funktioniert und was ankommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt ganz viele rumprobieren und alle sagen, oh, VR, machen das und das und das und dann feststellen, boah, klappt eigentlich gar nicht, weil Entwicklung viel zu schwer, Gamesbranche finde ich kacke, will ich nicht machen, oder eigentlich geht es doch eher ums Rauskommen aus dem Raum und alle anderen Settings finde ich blöd. Vielleicht geht auch alles wieder nur zurück, kann ich mir auch vorstellen, dass sie einfach sagen, ist alles zu kompliziert und wir bleiben da einfach ein bisschen simpler. Ich finde es unglaublich schwer, da jetzt wirklich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn es wächst, dass es dann so individuell, dass dann Individualitäten gibt und dass man dann erstmal Genrenamen erfinden muss. Aber das hängt dann vom Setting, glaube ich, ab. Ob man dann zum Beispiel sagt, wir machen ein Live-Adventure, wir sind ein Live-Ego-Shooter, vielleicht wie bei The Void. Oder dass man sagt, so wie der Andi, der sagt, wir sind eine Krimi-Stadt-Rallye, ist halt sein Name dafür. Und im Prinzip macht er eigentlich einen interaktiven Krimi in der Stadt. Also, das zu beschreiben, also ich finde es für mich noch ein Step too early. Ich, ja, muss erst mal gucken, was überhaupt funktioniert. Ich finde es eher quasi eigentlich ganz gut, wenn die Leute jetzt ein bisschen mehr an einem Strang ziehen und ein bisschen mehr Identität aufbauen. Weil wenn du jetzt anfängst, bist gerade dabei, dass irgendwie drei Leute in der Stadt diesen Begriff schon mal gehört haben und dann jeder noch so, nein, ich bin ein interaktives, raumrelevantes Spielerlebnis. Weißt du, so. Also ich finde, die sollten sich schon mal irgendwas auf die Nase schreiben, dass man das wiedererkennt, um was es da so grob geht. Wenn es nämlich 20 verschiedene Begriffe hier versucht werden zu vermarkten, dann verpufft das wieder so blöd. Das wird aber automatisch kommen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich meine, also was ist Machina X? Fällt das noch drunter oder nicht? Interaktives Theater im Prinzip. Es ist ein interaktives Theater, aber ist das dann, also ist das etwas, was sich dann das mit den Raumbetreibern teilt, die sich dann vielleicht einen Begriff zukünftig, das wäre beim Live-Gaming? Glaube ich nicht, weil sie sich als etwas anderes sehen. Sie kommen ja auch aus einer ganz anderen Richtung. Also das ist ja quasi von der Hochschule aus ins Berufsleben reingestartet, das ist ein mitgewachsenes Projekt bei denen. Ja, aber vor allem haben die einen Theaterhintergrund. Genau. Also das ist ja ein anderer, auch nochmal ein ganz anderer Ansatz.
aber also, was ich nur sagen will, ist, wo zieht man denn dann die Grenze? Ja? Also, was, also wenn man sagt, da, die sollen sich finden unter einem Überbegriff, wo ist dann die Grenze? Ja, das haben wir ja in der Spielebranche genauso. Ja. Wenn da so was wie Dear Esther oder so daherkommt, wo die einen dann schon meinen, das ist eigentlich schon fast kein Spiel mehr, die anderen doch und so, und dann solche Diskussionen geführt werden. Ja, das kommt halt, wenn du versuchst, so innovativ rumzulaufen und keine Ahnung. Dann würde ich es weiterhin Real-Life-Gaming nennen, wenn es ein ganz großer Begriff sein muss, glaube ich. Und bei, ja. Aber wie gesagt, das... Nee, gut, ich frage ja nicht danach, wie man es nennen sollte, sondern welche Begriffe die Leute sich ausdenken würden, um sich vom Rest abzugrenzen. Das war ja die spannende Frage eigentlich. Aber es ist okay, wir können es noch nicht einschätzen, dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, es hängt total viel davon ab, was die Settings, glaube ich, am Schluss sind. Was sind die Storys, was sind die Erlebnisse genau? Wie würde ich Orpheus beschreiben? Ich wüsste es auch nicht. Ich könnte Orpheus jetzt auch kein Genre zuordnen. Und daran scheitere ich ja immer noch. Ja. Also das war ja auch das Interessante, weil der Untertitel war ja eine musikalisch-theatrale Rauminstallation. Ja. So, was ja total gehinkt hat. Aber den gab's. Und What the fuck? Ja, genau. Ja. Aber das war ja genau das Ding. Und das Interessante war ja, was die Besucher alle draus gemacht haben. Und jeder hat es ja einem anderen Genre auch zugeordnet. Ja. Und immer wenn ich das dann mal im Nachfolge präsentiert habe, gab es dann, oder wenn ich das mal kurz in einem Satz beschreiben musste, hat das einfach nie funktioniert. Ne? Also habe ich gesagt, Orpheus ist ein Mix aus Kunstinstallation, Musik, Theater und Real-Life-Gaming, das mit Augmented Reality-Technologien agiert. Eine Singleplayer-Experience, bla bla bla, weißt du, und dann bist du schon wieder, machst du schon wieder aus einem Satz dann 5 oder 10 oder bist schon mittendrin in einem Aufsatz. Also es ist tatsächlich extrem schwierig, wenn du eine neue und auch noch hybride Form schaffst. Egal, ob das jetzt mal zufällig passiert oder deine Zielsetzung war, weil es ist schwierig, das zu komprimieren auf diese knackigen Begriffe, die immer eingefordert werden. Und zwar sowohl von dem Publikum, um es schnell einzuordnen, als auch von dem Marketing, um es irgendwie schnell zu verkaufen und so weiter und so fort. Ja. So. Das ist echt schwer. Ja, selbst wenn du dich jetzt als Schöpfer dagegen wehren würdest, es irgendwie zu benennen, spätestens dann, also viele solche Begriffe kommen auch einfach aus der Presse. Genau. Viele Musik-Genre-Begriffe, die habe ich dann teilweise selber entstehen sehen, wo ich mich noch erinnern kann, wie ich zum ersten Mal in der Musikzeitschrift so einen Genre-Namen für diese Band gehört habe. Hä, was ist denn das? Und dann haben es auf einmal alle geschrieben. Und selbst wenn dann quasi die Band nie behauptet hat, sie macht so und so die Musik, plötzlich schreiben das alle über sie, weil die Leute das Problem haben, dass sie zum Beispiel... Sie wollen es einordnen. Ja, und sie wollen aber vor allen Dingen in Printmedien darüber reden können, ohne dass man zum Beispiel Musik hört, oder Printmedien darüber reden können, ohne dass man das Spiel gerade spielt. Sie müssen irgendwas dazu sagen. Ja, ja. Das ist auch legitim irgendwie. Ich meine, also wenn ich jetzt irgendwie einfach weiß, ich finde die Musik von der Band cool und die Presse hat das jetzt irgendwie getaggt mit einem bestimmten Ausdruck und der ist einigermaßen trennscharf, dann ist es ja, finde ich, auch okay, wenn man sagt, okay, dann heißt halt das Genre jetzt XYZ. Und dann weiß ich zumindest, wenn ich nach dem google, dann finde ich irgendwas Ähnliches. Mhm. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn jetzt praktisch von extern eine Bezeichnung einem aufetikettiert wird, wenn mir das hilft, die Sache zuzuordnen. Ja. Also. Ja, vor allen Dingen, wenn das erfolgreich ist und wenn das wirklich ein Publikum findet, dann finden sich ja auch Nachahmer. Ja, und diese Nachahmer, die wollen ja damit in Verbindung gebracht werden. Die wollen aber dann nicht sagen, ja, wir klingen nicht so wie die Band sowieso, sondern wir machen das gleiche Genre und spätestens dann wird ja irgendwie so ein Begriff gebraucht, auch um sagen zu können, das ist so diese Art, diese Richtung. Ja, aber es ist schwierig, es ist wie Transmedia. Erklär mal kurz im Einsatz Transmedia. Bestimmt nicht. Den schulze ich mir garantiert nicht an. Und wer will, kann bei Wikipedia nachschauen. Und, aber das ist ja auch so ein Begriff, der alles und nichts bedeutet. Also das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja, man kann ihn schon ein bisschen so eingrenzen mit ich schaffe ein mediales Erlebnis, das über mehrere Mediengrenzen hinweg entwickelt wird und auch funktioniert. Aber es ist mit Sicherheit ein Buzzword. Ja, also, ob es auch funktioniert, ist eine andere Frage. Es ist halt einfach genreübergreifend, beziehungsweise medienübergreifend.
Und auch plattformübergreifend. Eigentlich plattformübergreifend, primär. Medien und plattformübergreifend. Aber weiß nicht. Also, wir können ja vielleicht mal, das wäre vielleicht tatsächlich wirklich so ein bisschen so das letzte Thema, was ich meine, wir haben jetzt eh ganz frei diskutiert, aber ich fand es auch irgendwie ganz spannend, einfach mal frei darüber zu reden. Aber das ist die letzte Frage, die ich so quasi in den Raum stellen würde, bevor wir hier im Gewitter untergehen. Unser Fahrer hat gerade mal rausgeguckt. Ja, da ist nichts. Ich meine, wir berichten da ja drüber so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Leserschaft und Zuhörerschaft bei uns ist da noch nicht allzu groß. Also kriegen wir ja auch mit, das ist jetzt nicht eine Riesenresonanz, aber wir berichten trotzdem konstant drüber, weil es halt eben eine ganz frühe Phase ist und wir halt auch mitkriegen, dass, also ich meine, man sieht ja auch, dass ihr jetzt zum Beispiel jetzt auch dabei seid, also Leute aus dem Games-Bereich, die erst immer gedacht haben, ich verstehe überhaupt nicht, was das ist, also glaube ich, das ist das Problem. Und dann was es mal gemacht haben und dann gemerkt haben, Moment, das passt irgendwie voll gut zusammen. Fühlt sich, oder kann irgendjemand von euch irgendwie den Hörern irgendwie so ein bisschen beschreiben, warum sollte ich mal so ein Erlebnis, sei es jetzt Escape Game oder ein anderes interaktives Live-Erlebnis, was fasziniert daran? Warum soll ich das machen? Warum hat es euch fasziniert? Einmal die soziale Komponente, die bei Singleplayer-Spielen oft fehlt, wo aber, glaube ich, der Bedarf doch da ist. Wie man zum Beispiel bei uns im Forum sieht, wenn die Leute online, also über Foreneinträge, Spiele zusammen spielen. Sich also verabreden, um dasselbe Spiel über Wochen hinweg durchzuspielen. Ja? Das hast du bei den, sagen wir jetzt mal, Real-Adventures, hast du das halt zu einem verabredeten Zeitpunkt komprimiert. Ja? Aber es ist halt auch eine schöne Sache, man arbeitet zusammen am selben Ziel. Ja? Das ist ein Co-op-Adventure in real life, man trifft sich auch noch dabei, das ist die eine Sache. Ja? Sag mal, Daniel, was war so, soll ich fragen? Du findest schon mal kurz aufgewacht. Ach so. Warum hat es dich fasziniert? Warum hast du entschieden, jetzt hier live Escape Game, guck ich mir mal näher an? Warum sollten sich das, also jetzt würde ich auch, also nicht nur Games-Entwickler oder Games-Leute in der Branche, so wie ihr, sondern auch, also ich denke an unsere Leser jetzt oder Zuhörer mal ganz konkret, die vielleicht eher Spieler sind, warum sollten die sich mit sowas beschäftigen? Ja, also ich glaube, der Nummer 1 Grund, warum man jetzt Leuten empfehlen könnte, sich das mal persönlich anzuschauen, ist, dass es sich schlecht transportieren lässt. Das lässt sich irgendwie schlecht drüber reden. Das kann man ganz schlecht drüber reden. Also wir haben jetzt hier zwei Stunden lang vor uns hingelabert. Nein, ich meine, nicht erklären, ihr müsst es ausprobieren. Naja, wir haben jetzt eigentlich kaum drüber gesprochen, was genau in so einem Escape Room passiert. Genau. Macht man ja auch nicht, weil man will ja nicht wieder alles spoilern, bla bla bla. Aber ich finde halt quasi irgendwie eine Stunde das Ausprobieren sagt einem halt so viel wie ganze Bände, weil man spürt halt Sachen, man erlebt halt Sachen, man ist mittendrin und ich war jetzt jeweils einfach immer wieder überrascht, also quasi überrascht quasi, wie sich das anfühlt, wie das so ist und so. Und deswegen, das ist eigentlich mein Nummer 1 Grund, warum man es machen sollte, damit man quasi innerhalb von einer Stunde so geupt wird auf ein Level, dass man sagt, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, wovon ihr da die ganze Zeit redet, weil das kannst du, glaube ich, stundenlang erklären und es kommt nicht schwer rüberzubringen. Also man muss es einfach ausprobieren, meinst du? Ja, zum Beispiel mit was anderem zu vergleichen, was man schwer rüberbringen kann, ist sowas wie zum Beispiel auf einer Bühne stehen. Was ich ja mit meiner Band so öfters mache und viele Leute nie oder kaum oder mal ganz selten. Und wie sich das halt so anfühlt, wie sich das Publikum anfühlt und wie komisch das ist und so, ist schwer zu erklären. Das muss man mal gemacht haben. Das ist halt auch so ein Ding. Also Erlebnisse und oder Grenzerfahrungen oder ähnliches, also was ja Orpheus auch war, das entzieht sich eigentlich einer Beschreibung, weil es um ein emotionales Erleben geht, ja. Und zwar sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Ich sehe das Ganze nur ein bisschen anders jetzt als der Michael zum Beispiel. Also ich bin ja einer der wenigen, die sich ja heute echt durch vieles durchgespielt hat. Das stimmt, das haben wir doch gar nicht im Podcast. Und jetzt schon. Evelyn hat alles gelöst heute. Und habe ich. Und ich habe auch meine Skills verbessert. Das war richtig wahrnehmbar und messbar tatsächlich. Also ich bin wesentlich besser als ich. Kannst du morgen in der Früh, wenn wir alle komplett verschlafen sind, kannst du es morgen mal mit dem Escape Game, das wir morgen machen werden, unter Beweis stellen. Aber zum Beispiel, was ich ganz toll fand, ist tatsächlich die Tatsache, dass es da auch Spiele gab, die ich alleine spielen konnte. Also dass ich gar nicht
ich in der Abhängigkeit war, jetzt eine Gruppe zusammenstellen zu müssen oder mich einer Gruppe anzuschließen. Also ich habe ja ein Spiel tatsächlich in der Gruppe gespielt. Das war so ein bisschen Asso. Also das war überhaupt keine Teamarbeit, sondern da gehörten halt zwei Typen zusammen, die halt auch in Räume betreiben. Die waren ziemlich radikal, haben irgendwie alles auseinandergenommen. Dann waren noch zwei andere, die auch aus dem Bereich kamen und keiner hat sich so die Details angeguckt und schließlich war ich es dann, die den Schlüssel für den Tresor gefunden hat, weil ich mir die Zeit genommen habe, mir mal die Details ein bisschen genauer anzugucken. Nichtsdestotrotz, es war trotzdem eine gemeinsame Lösung, aber das hat jetzt mit einem Teamerlebnis nicht viel zu tun gehabt, muss ich jetzt ganz klar sagen. Ja, alleine hätte ich das jetzt nicht gelöst, also da, weil einfach die Zeit gar nicht gereicht hat. Also du hättest mindestens zu zwei, zu dritt, zu viert sein müssen. Wir waren zu fünft, das war schon eine gute Mischung, aber Teamerlebnis war das nicht. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe, wenn man so eine zufällige Konstellation eben das nicht mit Freunden spielt. So, das heißt, also so eine Teambildungsmaßnahme kann auch echt nach hinten losgehen. Ja? Und wiederum, das muss ich jetzt auch noch ganz kurz sagen, das war nämlich sehr, sehr schön, diese neue Spielereihe, die der Kosmos Verlag rausbringt. Das sind ja analoge Spiele, also mit Karten. Und die kann man alleine spielen. Und das war eigentlich, muss ich jetzt sagen, glaube ich, mein bestes Spielerlebnis heute. Das ist ja ein Wegwerfspiel und mehr sage ich dazu auch gar nicht. Das war total großartig und irgendwie, das war so ein bisschen back to the roots, aber ich fand es voll geil. Und ich bin ja großer Fan von diesen Hightech-Technologien und arbeite ja selber auch total viel damit. Aber das war einfach, das hat so ein ganz anderes spielerisches Element und ich finde, das darf man da drin auch nicht vergessen. Es geht ja um ein Forschen und Entdecken ich persönlich finde es halt toll, wenn man wie ein kleines Kind da reingehen kann, egal ob das jetzt hochtechnisiert ist oder ganz analog ist, ob ich es in der Gruppe mache oder alleine, aber dass ich wirklich da so ein kleines magisches Erlebnis habe. Und wenn so Dinge auch mit ganz einfachen Mitteln auf einmal funktionieren, das liebevoll gemacht ist, dann also ich weiß nicht, das ist doch das, was einen so ein bisschen daran reizt. Irgendwie. Also es ist ja nicht nur Neugierde und Herausforderung und Spannung, sondern es ist ja auch eben diese kindliche Freude und diese Magie, glaube ich, einfach, die da so funktionieren kann. Und deswegen sind diese Welten ja zum Teil ja auch so toll, wenn sie gut durchdacht und gestaltet sind, dass man in diese Geschichten so einsteigen kann. Also das ist das aber am Ende des Tages, was auch ein gutes Theaterstück ausmacht, was auch gute Musik ausmacht, meiner Meinung nach. Oder grundsätzlich vielleicht auch gute Kunst ausmacht kann, ja, dass das wie ein kleines Gesamtkunstwerk sein kann, wenn es denn auf allen Ebenen wirklich ja, gut gemacht ist. Also kurz und knapp, geht rein, weil es ist Magie. Wenn es gut gemacht ist. Es ist so wie mit Theater, Kino und Musik, genauso ist es da auch. Wenn es gut gemacht ist, ist es Magie und verzaubert. Ja, cool. Wir haben über alles und nichts geredet, habe ich so das Gefühl, aber ich fand es trotzdem super. Und wo geht die Reise hin? Nach Pasing. Nach Pasing, genau. Aktuell. Und morgen machen wir passend dazu einen Escape-Raum und gucken mal, wie viel wir da wiederentdecken von dem, was wir so mitgenommen haben. Ja, jetzt wendet mal das Gelernte an. Genau. Wir wenden das Gelernte an und ich würde einfach sagen, weiterhin super spannender Markt. Wir sehen ihn, glaube ich, deutlich differenzierter, konstant. Ja, es ist aber auf jeden Fall trotz auch all der Kritik, die man anbringen kann, ist es immer noch spannend und es steckt unglaublich viel Potenzial drin. Ja. Ich glaube gerade erst deswegen. Also ich meine, wir haben halt, es halt langsam professionalisiert sich halt und man merkt einfach, was sind Probleme und was nicht. Und das zeigt eher, dass es nach vorne geht. Von daher finde ich es auch einen wirklich ganz spannenden Prozess, der da gerade passiert. Gut, wir haben ewig lang diskutiert. Ich hoffe, ehrlich gesagt, ich habe die Mikrofone an der richtigen Klinke angesteckt. Ich habe es irgendwann panisch festgestellt, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Mikrofone an der richtigen Klinke stecken. Also, wenn die Klinke dann fangen wir nochmal an. Nein, da müssen wir nämlich... Falls ihr das jetzt hört, dann haben wir es alles gut gegangen. Und wenn nicht, dann fluchen wir einfach zwei Stunden durchgehend. Leute, wenn ihr das jetzt nicht hört... Ja, dann ist was schief gegangen. Vergiss das bitte. Also, weil dann steckt nämlich das Mikrofon jetzt im Kopfhörerausgang.
und dann habe ich nur mit dem Ding da unten aufgenommen. Nee, also das wird, glaube ich, alles passen. Ich danke vielmals unseren bezaubernden Gästen, die sich hinten ins Auto gequetscht haben, Evelyn und Daniel. Vielen Dank auch für die, klar, für das super, super Gespräch und die super Beiträge. Ich wurde kaum gebissen. Und genau, wir haben es alle überlebt. Wir haben es nicht mehr lang. Skritter ist auch schon weg. Also wir hoffen, dass das Beste einfach passiert. Und damit sagen der Michael und ich und Evelyn und Daniel natürlich genauso schönen guten Abend oder guten Morgen oder was auch immer und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.